Ganz besonders freue ich mich, dass Sie, sehr geehrte Herr Knabe, auch euch heute die Zeit gefunden haben, unsere Veranstaltung am Anfang mit einem Grußwort zu bereichern. Die darin liegende Wertschätzung des Hamburger Senats für unser Projekt ist uns ein besonderer Ansporn, diesen Weg engagiert weiter zu verfolgen. Sehr geehrte Herr Senat, auch euch, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Graf, sehr geehrter Herr von Saldern, sehr geehrter Herr Dr. Passage, sehr geehrter Herr Ahrens, ich bin auch Senior, Herrn Ahrens herzlich begrüßen, sehr geehrter Liebedo, sehr geehrter Herr Professor Behringer, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wie eine ganz besondere Freude und wie Herr Graf eben schon zum Ausdruck gegeben hat, auch mit dem Hintergrund des Hamburger Senats hier zum Thema Compliance zu Ihnen zu sprechen. Herr Dr. Passage, der gemeinsam mit mir dieses Projekt, glaube ich, von Anfang an betreut hat, ist außerhalb berufen, dies zu tun. Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, einmal kurz aus dem praktischen Leben einer Zertifizierungsphase zu berichten. Und dann Gruppe macht alles, was rund um den Bau aktiv ist. Wo Sie heute stehen. Herr Ahrens, Sie haben das Wort, unterstützt auch vom Herrn Ibeno, der Sie bei dem ganzen Prozess auch begleitet hat. Ja, vielen Dank, Herr Senator Horch, vielen Dank, Herr Graf, für die einleitenden Worte und ich freue mich, dass wir hier im Rahmen der heutigen Veranstaltung über unser Compliance-Management-System berichten dürfen, das wir ja bereits eingeführt haben. Zunächst auch kurz eine Vorstellung unserer Parteien. Hier an dieser Grafik, das hat der Arndt schon gezeigt, nehme ich es jetzt letztendlich, was ich Ihnen jetzt als Ausschnitt mal zeigen möchte, wie funktioniert für einen Baubetrieb eigentlich die Unternehmensspiele. Spezifische Risikoanalyse nach dem Compliance. Herr Professor Behringer, bitte berichten Sie uns einige Eindrücke dann aus der Praxis. Vielen Dank, Herr Graf, sehr geehrter Herr Senator Horch, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Behringer. Ich habe ein bisschen Erfahrung im Bereich Compliance. Ich war Compliance Officer bei Olympus. Ich muss allerdings dazu sagen, das war vor dem Finanzskandal und das hatte auch nichts damit zu tun, was hier in Japan, in Europa war das alles sauber und compliant. Das Zertifikat an sich funktioniert dort als Schutz, das heißt die Organisation wird geschützt und der Einzelfall wird untersucht, sodass vielleicht der Mitarbeiter, der falsch gehandelt hat, aussortiert wird, aber das heißt, das Unternehmen nicht gesperrt wird. Und gerade diese Systematik, die wollten wir übertragen, weil es geht letzten Endes um den Schutz des Unternehmens und der Dr. Passage hat es angedeutet, dass das Problem in der Presse, es war ein Problem irgendwo im Nachunternehmerbereich und wir haben das jetzt halt so gelöst, dass wir diesen Unternehmenskodex, den wir für uns wichtig finden, auch mit den Nachunternehmern besprechen und die letztendlich verpflichten sich auch noch zu halten. Das heißt, wir haben so weit aufgeklärt und wenn sie nicht mitmachen wollen, dann versuchen wir es dann auch. Auch funktioniert das ja so, dass dann eben die Führungskräfte und Projektleiter oder auch Kuriere dann die Unterlagen kommen und auch ja, zum Teil mitgearbeitet haben und dann eben auf der Ebene den Leuten erklären. Und das kommt eigentlich ganz gut an, dass sie eben durch eine klare Abgrenzung, was ihre Pflicht ist, dass sie aber auch eben ein gewisses Geldlimit zur Verfügung haben, um zum Beispiel zu entscheiden, dass das Gerät kann sofort repariert werden oder das Gerüst muss ergänzt werden oder so, ohne dass man dann noch irgendjemand fragen muss, vielleicht Angst bekommt oder gar nichts tut und ich weiß, dass man es müsste, sondern es ist jetzt klar, es ist geschult und er hat auch einen Rahmen und den Rahmen. Und wenn er da dann nicht weiterkommt, dann muss er zum Grund. Ansonsten von dieser Stelle aus herzlichen Dank fürs Kommen und für Sie alle einen schönen Abend.